Das Fasten entspringt der Sohn-Gottes-Mentalität. Herr, ich weiß, dass ich deine Aufmerksamkeit habe. Und deswegen sehne ich mich nach mehr von dir und ich sehne mich nach mehr von deinem Reich für unsere Welt. Es ist nicht so was Hartes. Du musst nämlich überhaupt nicht, steht nirgends in der Bibel, jeder, der nicht fastet, das ist schlecht. Und alles. Das ist absolut was Freiwilliges, eine freiwillige Kooperation. Aber wir wollen euch einladen, darüber nachzudenken oder jetzt im Gebet auch den Herrn zu fragen, Herr, wie kann da mein Platz aussehen? Der Deal ist folgender. Ab 1. März bis 9.4., das sind die 40 Tage einerseits vor dem jüdischen Pessachfest, biblisches Fest, und andererseits vor Ostern. Also es fällt auch zusammen dieses Jahr mit etwa mit dem Ostertermin und mit der Fastenzeit. Das heißt, die von euch, die ohnehin in der Fastenzeit sich was vorgenommen haben, können das super verbinden. Jetzt, das, die Idee ist die, dass du entweder die ganzen 40 Tage, auf welche Weise auch immer, fastest. Fasten ist in unserer Definition nicht Essen. Also wir sagen nicht, statt Aufzug gehen wir die Treppe oder so. Ja, oder Computerfasten oder Kaugummifasten, alles außer Kaugummi oder so. sondern jetzt das griechische Nestoien heißt Nestoien, also nicht Essen heißt Fasten im Griechischen. Und ich werde euch gleich sagen, welche Formen. Die Idee ist, die entweder die ganzen 40 Tage oder eine oder mehrere ausgedehnte Zeiten innerhalb der 40 Tage. Wenn du sagst, hey, 40 Tage ganz traue ich mir nicht zu, aber mal eine Woche oder hier. Aber es geht um mehr als mal eine Mahlzeit auslassen. Es geht eher um ausgedehnte Zeiten. Und ich lade euch ein, damit mal zu experimentieren. Eine geheiligte Zeit für den Herrn. Und zwar mit der besonderen Intention oder mit dem besonderen Anliegen. Es geht um Durchbruch in Europa. Wir haben diesen Kampfruf oder diese prophetische Parole: Europe shall be saved. Europa soll gerettet werden, Europa wird gerettet werden. Europe shall be saved. Wir laden euch ein, das jeden Tag zu beten und zu fasten. Auf eine der möglichen Formen, wir haben euch das auch auf Skript abgedruckt. Wir haben eine Vision dafür, dass 10.000 Leute sich anschließen. Das erste ist Wasserfasten. Der große Vorteil vom Wasserfasten ist, dass du relativ schnell sehr, sehr, sehr extrem an den Punkt kommst, von Schwäche und von Hunger, aber deswegen auch von großer Offenheit für den Heiligen Geist. Nur, dass ihr das wisst. Wenn du heute nur noch Wasser trinken würdest und nichts essen würdest, weißt du, wann du etwa verhungern würdest? Das ist noch richtig lang hin. So etwa in 70 Tagen. Okay? Bis dahin lebst du noch. Die ersten 40 Tage, wo du nur Wasser trinkst, hast du überhaupt keine körperlichen Schaden. Du wirst einfach nur ein bisschen schwach. Die allermeisten Leute können 40 Tage bei Wasser absolut ohne Probleme machen. So besonders schmächtige Typen oder sowas, gibt es manchmal. Keine Ahnung, da wird es dann nach 3 Wochen ein bisschen wackelig und so. Also der Punkt ist, wenn du bei Wasser fastest, hast du relativ bald eine echte Einbuße in der Energie. Also ein bisschen schwindelig und so, ein bisschen tipsy. Aber bei den meisten Menschen vergeht der Hunger nach ein paar Tagen. Es gibt eine Unzahl von Büchern auch drüber, deswegen, ich muss gar nicht so viel dazu sagen. Es gibt Heilfasten, Fasten ist auf jeden Fall gesund. So interessant, ich habe neulich, muss ich nicht ins Detail gehen, aber ich habe neulich erst einen Artikel wieder mal gelesen, wo Wissenschaftler erst rausfinden, wie absolut unglaublich gesund Fasten ist. In so vielerlei Hinsicht, bis hin zu weniger anfällig für Krebs und alles Mögliche, die unglaublichsten Sachen, was alles mit Fasten zusammenhängt. Du kannst natürlich auch mit kürzeren Zeiten experimentieren, 10 Tage. Oder wie gesagt, ich habe meine erste Woche Wasserfasten gemacht, war ich 14 oder so. Das ist kein Problem, passiert überhaupt nichts. Wenn du eine längere Fastenzeit bei Wasser machst, ist es gut, wenn du mit deinem Arzt nochmal Rücksprache hältst, einfach fragst, hey, wie schätzen Sie das ein? Ist das okay? Kann ich das machen? Natürlich kannst du auch erstmal mit kürzeren Zeiten experimentieren. Eine ganz einfache Form ist einfach mal Frühstück und Mittagessen weglassen, den ganzen Tag nur Wasser trinken, Abend wieder essen. Einfach mal einen Tag ausprobieren. Einfach darauf achten, das Wichtigste beim Wasserfasten ist, dass du genug Wasser trinkst. Das ist wirklich, man neigt dazu, zu wenig zu trinken und dann kriegt man manchmal Kopfschmerzen. Und auch gut ist, wenn du länger fastest, dass du langsam einsteigst, also die Nahrung ein bisschen reduzierst und langsam im Essen wieder einsteigst. Also nicht gleich Schweinebraten oder sowas, sondern Punkt für Punkt. Es gibt unterschiedliche Erfahrungen, wie es mit Koffein ist, ob man Kaffee oder Tee verträgt. Ich vertrage das ganz gut eigentlich. Also normalerweise ist Wasser halt
Wasserfasten, Wasser und Tee oder sowas. Also alles, wo halt keine Kalorien drin sind. Eine deutlich leichtere Form, und das ist das zweite gleich mal, deutlich leichter ist Fasten mit Saft oder Wasser plus X. Da gibt es eine Unzahl auch Literatur mit irgendeinem Sirup oder mit Brühe oder mit Saft oder sowas. Bedeutend einfacher. Der Unterschied, nur Wasser, und Wasser mit Saft ist extrem. Wenn du bei Saft fastest, hast du von der Leistungseinbuße her ganz wenig nur. Weil allein, du trinkst so ein halbes Glas Saft und du merkst, boah, alle deine Energie geht wieder hoch. Bedeutend einfacher und trotzdem für viele aber sehr gut machbar und sehr leicht durchführbar. Auch das für die allermeisten Leute absolut problemlos, auch 2, 3, 4 Wochen lang machbar und absolut kein Problem, wenn du es mal ausprobierst für eine Woche oder sowas. Auch hier wieder, es gibt so viele gute Bücher drüber, Heilfasten und alles Mögliche. Such dir irgend so ein Buch oder mach es dir selber, keine Ahnung, einfach Wasser, nur Wasser trinken und zu den Mahlzeiten, ne, Frühstück, Mittag und Abend, nimmst du dir vor, keine Ahnung, trinkst ein Glas von irgendeinem Saft oder irgendeine Brühe oder sowas, ist ein deutlich einfacher, ist auch schon, zieht schon ein bisschen, ist nicht ganz ohne, aber ist durchaus machbar und du wirst relativ schnell merken, dass es geistlich was mit dir macht. Manchmal auch erst nachher, aber es ist schon eine intensive Form. Und schließlich gibt es auch ein Daniel-Fasten. Das ist das Fasten, das Daniel gemacht hat, was wir lesen. Und zwar heißt es da, dass er 21 Tage lang eben letztendlich nur Gemüse gegessen hat. Und das heißt auch, er trank keinen Wein und keine wohlschmeckenden Speisen. Also die Schrift geht offensichtlich nicht von der Möglichkeit aus, dass vegetarisches Essen wohlschmeckend sein kann. Das sieht man einmal mehr, wie wahr die Schrift ist. Nein, das stimmt nicht. In Indien, ich sage indische Küche, kannst du echt voll vegan leben, weil die so tolle Gewürze haben. Aber Gewürze fallen auch unter die Kategorie wohlschmeckend. Also Daniel Fasten ist ein Verzicht auf Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Zucker, Alkohol und alle Geschmacksträger. Also Gewürze, Süßstoff, Salz, Dressing. Und auch davon, also nicht besonders leckere Sachen, so, oh, die Frucht, die ist so toll, die wollte ich schon immer mal. Sondern es ist bewusst, ist auch hart. Du hast zwar nicht den körperlichen Hunger, aber du denkst nach 3 Tagen, ist okay, Bohne und Reis wieder und so. Und nur Gurke und so. Aber ist auch also eine biblische Form des Fastens und eine auch, die du körperlich ohne jede Einschränkung machen kannst. Du bist genauso leistungsfähig, hast die gleiche Energie, aber du verzichtest wirklich auf dieses Ding von körperlichem Genuss. Und einfach so sagen, kein Salz, keine Gewürze, einfach nur Kartoffel. Es passiert nichts, wenn du das machst. Es ist aber ein Verzicht.